Und damit blicken wir nach Deutschland Richtung Nordrhein-Westfalen. Denn 2022 gab es 40% mehr politisch motivierte Straftaten in dem Bundesland als im Jahr zuvor. Der Verfassungsschutzbericht des Bundeslandes nennt dabei vor allem den Rechtsextremismus als Bedrohung für die Demokratie. Die Kriminalität von rechts hat deutlich zugenommen. Die Zahl der Islamisten ist laut Verfassungsschutz rückläufig. Das sei jedoch kein Grund zur Entwarnung. Breitscheidplatz in Berlin, kurz vor Weihnachten 2016. Ein blutiger Terroranschlag erschüttert das ganze Land. Diese Bilder geraten langsam in Vergessenheit, aber die islamistische Gefahr ist immer noch präsent. Der Generalbundesanwalt spricht von 500 Gefährdern in Deutschland, die Landesinnenminister bleiben angespannt. Auch in NRW hatte es im Januar wieder eine spektakuläre Festnahme gegeben. Dieser vereitelte Anschlag hat uns erneut vor Augen geführt, wie groß die Gefahr terroristischer Anschläge durch islamistisch motivierte Extremisten sind. Da kommt es überhaupt nicht auf die Zahl an, da reicht einer. In Castrop-Rauxel wurden zwei Brüder festgenommen, mutmaßliche Islamisten, die einen Giftanschlag geplant haben sollen. Die lückenlose Überwachung solcher Gefährder bedeutet einen gigantischen Personalaufwand für die Polizei. Für die Beobachtung eines einzelnen Gefährders 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag braucht es 25 Polizeibeamte. Gute polizeiliche Arbeit allein reicht der Opposition im Bund aber nicht aus. Die Innenministerin, die die größte Gefahr für die Demokratie im Rechtsextremismus sieht, tue nicht genug bei der Bekämpfung des Islamismus. Wir können das daran ablesen, dass es dazu im Koalitionsvertrag im Grunde überhaupt keine Maßnahmen und Aktivitäten gibt. Und ganz bezeichnend dafür ist ja auch, dass die Bundesinnenministerin Frau Faeser im letzten Jahr den Expertenkreis politischer Islamismus in ihrem eigenen Ministerium nach nur einem Jahr wieder aufgelöst hat. Ich hatte ihn damals ins Leben gerufen mit der Hilfe von Horst Seehofer. Und das ist kein gutes politisches Signal. Ein tatsächlicher Erfolg von Polizei und Geheimdiensten ist, dass es seit 2016 keinem Islamisten gelungen ist, einen großen Terroranschlag zu Ende zu bringen. Dass sich die islamistische Szene in Deutschland aber weiterhin zu Hause fühlt, zeigen diese Bilder aus Berlin am Osterwochenende, als hunderte Demonstranten antisemitische Parolen auf deutschen Straßen skandierten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.